18.000 Euro Unterschied. Elektroauto gegen Verbrenner. Wer fährt klar günstiger? Wir rechnen heute ein Praxisbeispiel. Wenn ihr denkt, dass das Elektroauto günstiger ist, zeigt es mit einem Daumen hoch auf das Video. Gerry, seit Anfang des Jahres sind die Medien voll, ganz wurscht ob Print oder also auch Digitalmedien, dass die Strompreise so hoch sind und dass sich das also jetzt gegenüber einem Verbrenner im Elektroauto negativ auswirkt. Also ein paar Sachen bin ich mir ja ganz sicher, dass wir mit dem E-Auto auf alle Fälle noch billiger sind. Aber das große Fragezeichen seid halt ihr mit euren Strompreisen. Wir haben uns das Thema natürlich also ganz genau angeschaut und haben also auf unserer Homepage also auch einen Rechner, wo wir also jetzt die beiden Autos, die du hast, gern vergleichen können. Da bin ich gespannt. Schau her. Ich brauche ein paar Informationen. Ja. Harry gibt die Werte von Gerrys beiden Autos ein. 17 Kilowattstunden pro 100 Kilometer als Durchschnittsverbrauch vom Skoda Enyaq. Dagegen stehen 7,5 Liter Diesel. Wir sind momentan so um die 1,80 und dann. Diesel für 100 Kilometer kostet also 13,50 Euro. Um dasselbe Geld kommt das E-Auto fast doppelt so weit. Für viele geht es aber noch deutlich billiger. Als Selbstständiger kann ich mir beim Elektroauto die Mehrwertsteuer holen. Das heißt, das ist quasi dann 20% weniger. Beim Diesel muss es zahlen. Ja. Also ist der Unterschied eigentlich noch signifikant. Das Ganze darf man nicht nur auf den Strompreis und also auf die Spritpreise reduzieren, sondern das muss man ganzheitlich sehen. Und das schauen wir uns jetzt miteinander an. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von E-Mobilität am Punkt. Wir werden uns heute das Thema Total Cost of Ownership anschauen. Ja, wir wollen einfach eine Gesamtbetrachtung über einen Zeitraum von 4 Jahren heute betrachten und schauen, was kostet so ein Fahrzeug am Ende nach 4 Jahren wirklich. Was sind denn da die großen Überschriften? Wir werden uns zunächst einmal anschauen, was kostet ein Elektrofahrzeug in der Anschaffung im Vergleich zu einem entsprechenden Verbrenner. Dann werden wir uns anschauen, was sind die entsprechenden Servicekosten über die Laufzeit, in unserem Fall von 4 Jahren, die wir betrachten. Dann werden wir uns natürlich anschauen, weil das Fahrzeug betrieben werden muss, wie schaut es mit den Treibstoffkosten aus, also was kostet Benzin- und Dieselvariante und was kostet jetzt die Elektrovariante. Und dann werden wir uns natürlich anschauen, am Ende des Tages ganz wichtig, wie ist denn es mit dem Thema Restwert. Und auch Versicherungen, Steuern und Co. werden unsere beiden E-Profis heute berechnen. Sie holen sich zum idealen Vergleich ein Auto, das es in beiden Welten gibt, also sowohl als Verbrenner als auch als E-Auto, den Volvo XC40. Der Schwede hat in der Recharge Single-Motor-Ausführung 252 PS und verbraucht 17,6 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Der Hinterradantrieb braucht 7,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Extended Range Batterie schafft dabei immerhin 511 km Reichweite nach WLTP. Maximal drücken einen dabei auf der Reise 420 Newtonmeter in den Sitz. Heute wird knallhart verglichen. Benziner oder Stromer? Einer von beiden ist nach 4 Jahren um rund 18.000 Euro billiger. Aber welcher? Harry und Gerry setzen ein paar Eckpfeiler in ihr Beispiel. Sie nehmen jeweils ein neues Auto, berechnen es für 4 Jahre mit 25.000 Kilometern pro Jahr. Nachdem die meisten verkauften E-Autos aktuell an Unternehmen verkauft werden, berechnen wir diese Situation. Kostenfaktor Nummer 1. Die Anschaffung. Die Thematik, die man derzeit ja bei vielen Herstellern sehen kann, dass Elektrofahrzeuge, wenn man nur den Listenpreis anschaut, teurer sind als die entsprechenden Verbrenner. Da sollte man aber berücksichtigen, dass die Fahrzeuge meistens unterschiedlich ausgestattet sind. Das heißt, Elektrofahrzeuge sind in der Regel deutlich höherwertig ausgestattet, was sich natürlich dann im Listenpreis niederschlägt. Um reelle Preise zu bekommen, treffen unsere beiden E-Profis Philipp Schörkhofer. Philipp verkauft tagtäglich Autos und kennt die Preise ganz genau. Bei dem Preisvergleich hast du jetzt die ausstattungsbereinigte Variante genommen. Das heißt, beide Fahrzeuge sind in etwa gleich ausgestattet. Richtig, genau. Also wir haben versucht, die Autos zu vergleichen. Das ist zwar gar nicht mal so einfach, weil einfach das Elektroauto einen sehr, sehr gute Grundausstattung schon besitzt. Wir haben aber versucht, eben das so nah wie möglich anzugleichen. Richtig. In unserem Beispiel bekommen wir den Volvo XC40 als Benziner um 46.250 Euro. Die Elektrovariante in vergleichbarer Ausstattung kostet 52.300. Als Unternehmer sparen wir aber bis 40.000 Euro die Umsatzsteuer, also bleiben noch 45.633 Euro Anschaffungskosten übrig.
Damit liegt schon in der Anschaffung das E-Auto zum Start um Haaresbreite vorn. Damit hätten wir das Thema Anschaffung also angeschaut und erledigt. Jetzt geht es also um das Thema Wartung. Kategorie 2 – die Servicekosten. Motoröl, Ölfilter, Keil- und Zahnriemen – alles Dinge, die ein Elektroauto nicht hat. Und damit in der Wartung deutlich günstiger aussteigt als ein Verbrenner. Ja, genau richtig. Also speziell in der Wartung sehen wir eigentlich den größten Unterschied zwischen einem herkömmlichen Verbrenner und einem Elektrofahrzeug, weil das Elektrofahrzeug natürlich die herkömmlichen Komponenten wie ein Motor, Motoröl, Getriebe nicht besitzt. Gell? Und darum haben wir eigentlich beim Elektroauto bis auf Reifen, Bremsen keine wirklichen Verschleißteile mehr. Und dadurch ist das Elektroauto auch günstiger in der Wartung, speziell auf die ersten 4 Jahre. Ja, die spannende Frage unserer Zuseherinnen ist natürlich jetzt, wie schlägt sich das in Euros nieder, über 4 Jahre gerechnet? Genau, wir haben uns das auf die ersten 4 Jahre angesehen. Man muss natürlich dazu sagen, dass es da sehr davon abhängt, wie viel dass diejenige Person dann auch mit dem Auto unterwegs ist. Wir haben da jetzt einen Schnitt genommen und sind zum Schluss gekommen, dass ca. 3.000 Euro der Verbrenner teurer ist wie der Elektro. Da haben wir aber nicht nur den Service natürlich kalkuliert, sondern auch die Wartungsteile, die fällig sind, wie eine Bremse zum Beispiel, Scheibenwischer etc. Wir notieren 790 Euro pro Jahr an Wartungskosten für den Verbrenner. Demgegenüber stehen durchschnittlich 33 Euro beim Elektroauto. Jetzt kommt aber eine absolute Killerkategorie. Denn laut Stammtisch sind gebrauchte Elektroautos ja quasi nichts wert. Oder doch? Wir haben uns also jetzt also das Thema Wartung angeschaut, da können wir auch ein Hackerl machen. Jetzt geht es also um das Thema Restwerte. Wir sind hier am Gebrauchtwagenplatz. Ja, richtig, genau. Wir sind also da auf unserem wunderschönen Gebrauchtwagenplatz. Und wenn wir schon bei den Gebrauchten sind, ist natürlich Restwerte ein Riesenthema. Speziell bei den Elektroautos, wenn man sich da die Vergangenheit angeschaut hat, wird man merken, dass früher die Elektroautos meist einen geringeren Restwert gehabt haben. Durch die steigende Nachfrage bei den neuen als auch jungen gebrauchten Elektroautos sieht man da aber deutliche Änderung. Das heißt also, das Elektroauto hat mittlerweile einen gleichen, wenn nicht sogar höheren Restwert wie in unserem Fall beim XC40, wo eben der Restwert schon höher ist wie beim vergleichbaren Verbrenner. Und nicht nur wahrscheinlich bei Volvo, sondern also auch bei anderen Marken? Definitiv. Also ich glaube, das ist ersichtlich bei allen Marken. Das zieht sich quer durch, weil es natürlich dieser Effekt bei der ganzen Autobranche sichtbar ist. Ja. Also keine wesentlichen Unterschiede. Eher gibt es mittlerweile Vorteile für das Elektroauto. Damit geht es in die nächste Runde. Wir haben also das Thema Anschaffungswert, wir haben also das Thema Verschleiß und Wartung, wir haben also das Thema Restwert. Jetzt geht es also um ein viertes Thema, nämlich das Thema Versicherung und motorbezogene Steuer. Und zudem fahren wir jetzt zu einem Versicherungsspezialisten nach Strobel. Und nachdem wir noch nicht wissen, wer jetzt besser aussteigt, das reine E-Auto oder der Verbrenner, haben wir uns entschlossen, wir fahren jetzt mit beiden Richtung Strobel, wir nehmen einfach den Hybrid. Harry und Gary starten damit aus der Landeshauptstadt los und fahren an den Wolfgangsee. Kann der Verbrenner seinen Rückstand in dieser Kategorie aufholen? Das erfahren wir gleich, denn am Busbahnhof in Strobel treffen unsere E-Profis in Kürze Versicherungsexperten Robert Schwarz. Davor will Harry den XC40 aber noch aufladen. Er steckt an der Salzburger G-Wallbox an. Haben also jetzt die Verbindung hergestellt. Ein bisschen entwirren. Stecken beim Auto an. Wir sehen also jetzt das grüne Licht. Das heißt aber noch lange nicht, dass der also jetzt bereits lädt. Wir müssen ja zuerst uns identifizieren und eine der Möglichkeiten ist die Ladekarte der Salzburger AG. Wenn wir also ins Auto, ins Cockpit hineinschauen, haben wir die Information. Dass also hier tatsächlich der Strom fließt. Während Harry und Gary auf das Auto warten, trifft unser Versicherungsprofi ein. Robert ist seit mehreren Jahrzehnten im Versicherungsgeschäft und kennt die Branche sehr genau. Robert, grüß dich. Servus. Du bist Versicherungsexperte. Uns interessiert brennend der Unterschied zwischen Verbrenner und Elektrofahrzeug, was die Versicherung anbelangt, die laufenden. Gemäß meiner Erfahrung wird zwischen Verbrenner und E-Fahrzeugen, reinen E-Fahrzeugen, jetzt nicht wirklich ein großartiger Unterschied gemacht. Sowohl in Haftpflicht als auch in Kasko. Allerdings gibt es Versicherungen in Österreich, die halt auf E-Fahrzeuge einen zusätzlichen Rabatt gewähren, um auch den grünen Gedanken ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Und man sollte sich natürlich in Online-Portalen
schon erkundigen, was für Möglichkeiten das gibt, um sich zusätzlich vielleicht auf der versicherungstechnischen Seite den einen oder anderen Euro zu ersparen. Der zweite Aspekt bezieht sich auf die motorbezogene Versicherungssteuer. Wie schaut es da aus? Seit 2020 werden die Fahrzeuge ja noch den CO2-Ausstoß bzw. die motorbezogene Steuer noch den CO2-Ausstoß bemessen. Und nachdem E-Fahrzeuge keinen CO2-Ausstoß haben, sind sie natürlich von der motorbezogenen Steuer befreit. Und das ist in unserem Beispiel bei einem 140 kW-Fahrzeug, reden wir in etwa von einem Betrag von 1.000 Euro pro Jahr. Also, wir notieren 1.080 Euro pro Jahr an motorbezogener Steuer für den Verbrenner gegenüber 0 Euro für das Elektrofahrzeug. Auch bei der Versicherung liegt das E-Auto günstiger. Wir haben Angebote für 1.085 Euro am Elektrofahrzeug und 1.406 Euro beim Verbrenner erhalten. Harry und Gary entspannen noch kurz am Wolfgangsee, bevor es zur großen Abschlussrechnung zurück nach Salzburg geht. Doch unmittelbar vor der großen Endabrechnung fällt Harry noch ein Bonus für das Elektroauto ein. Förderungen des Bundes gibt es nicht mehr. Dafür gibt es aber was Neues, nämlich Treibhausgasprämie. Was ist denn das? Also zu dem Thema gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Erzähl. Die schlechte Nachricht ist, das ist ein bisschen kompliziert. Okay. Die gute Nachricht ist, es bringt aber Geld. Wie viele? Ja, das kann man nun nicht genau sagen, weil es in Wirklichkeit erst am Ende des Jahres abgerechnet wird. Wir werden uns aber heuer wahrscheinlich in einem Bereich von so roundabout 400 Euro bis knapp unter 900 Euro bewegen, also eine signifikante Summe. Es gibt Unternehmen, die CO2-Zertifikate von E-Autofahrern quasi ankaufen, bündeln und das an die großen Mineralölkonzerne weiterverkaufen. Und das, was da rauskommt, dann an die E-Autofahrer quasi ausschütten. Wir schreiben also noch einmal weitere 700 Euro pro Jahr für das Elektroauto gut. Eine Umweltprämie gibt es für den Verbrennermotor selbstverständlich nicht. Dann kann man sagen, wenn man das Fahrzeug finanziert, was ja die Regel ist, in der Regel wird es ein Leasing werden, geht es natürlich um den Restwert. Die Restwertprognosen für E-Autos sind also deutlich günstiger als für Dieselfahrzeuge bzw. Verbrennerfahrzeuge. Und in Summe kann man sagen, wenn man es dann im Leasing berechnet, dann sind wir in etwa auf den gleichen Leasingraten. Ja, dann gibt es also einen Block bestehend aus Themen wie der Kfz-Steuer, wie den Versicherungen, wie der Reparatur, der Wartung. Und wenn man das alles zusammenrechnet, ist das E-Auto ungefähr nur bei einem Drittel gegenüber dem Verbrenner. Und dann kommt natürlich das Wichtigste und meistdiskutierte dazu, nämlich die Spritkosten bzw. jetzt die sehr hohen Stromkosten, wie wir wissen. Und das verändert an der Gesamtrechnung aber nichts in Wirklichkeit oder nur sehr wenig. Denn auch in dieser Rubrik gewinnt das Elektroauto immer noch rund 1.000 Euro pro Jahr gegenüber dem Benziner. Die Gesamtbetrachtung ist phänomenal. Wir haben diese beiden Autos gegeneinander gerechnet. Und damit haben wir einen klaren Gewinner. Nach 4 Jahren Total Cost of Ownership fährt das Elektroauto insgesamt fast 18.000 Euro günstiger als der vergleichbare Benziner. Also eigentlich eine sensationelle Angelegenheit.